Hier sind die EmsTV News. Heute ist Freitag, der 25. Februar. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Auch heute hat der Landkreis Emsland die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach sind seit vorgestern 2.162 Infektionen hinzugekommen. Im gleichen Zeitraum sind 661 weitere Personen genesen. Als aktuell infiziert gelten 6.145 Menschen. Im Verlauf der Pandemie starben bisher 268 Personen. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz im Emsland steigt auf 1.332,8. Die 7-Tage-Inzidenz der Niedersachsen aufzunehmenden Patienten im Krankenhaus liegt bei 10,3. Landesweit sind aktuell 5,7% der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt. Polizei und Rettungsdienst wurden heute Morgen zu einem Einsatz bei Salzbergen gerufen. Leslie Schmolke mit den Einzelheiten. Heute Morgen kam es auf der B70 bei Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger war mit seinem Pkw Richtung Lingen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Lkw-Fahrer frontal zusammenprallte. Der 37-jährige Lkw-Fahrer kam in einem Graben zum Stehen. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrbahn war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Zum Glück wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses bei einem Brand in ihrer Wohnung nur leicht verletzt. Heute Nacht geriet ein Mehrfamilienhaus in Greven in Brand. Die 4-Zimmer-Wohnung, in der das Feuer ausbrach, befindet sich im 2. Stock. Als die Einsatzkräfte gegen 2.20 Uhr eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beliefen sich dann darauf, dass wir die Wohneinheiten kontrolliert haben, um festzustellen, dass keine Personen mehr im Gebäude sind, und wir dann parallel dazu die Brandbekämpfung über die Drehleiter und über einen Trupp im Innenangriff vorbereitet haben. 4 Personen wurden bei dem Brand leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Darunter waren 2 Kinder. Die restlichen Bewohner wurden in Unterkünften untergebracht, die ihnen von der Stadt Greven zur Verfügung gestellt wurden. Andere kamen bei Verwandten unter. Der Grund für das Feuer ist ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt im Wohnzimmer. Der Krieg in der Ukraine dominiert gerade die Nachrichten in der ganzen Welt. Prophezeiungen von steigenden Energiepreisen begleiten die schrecklichen Bilder. Rohstoffpreise steigen, Aktienkurse fallen. Und schon jetzt erreichen die Auswirkungen des Konflikts das Emsland. Die Brennelementefabrik von Framatom in Lingen sollte Teil eines Joint Ventures, also einer projektbezogenen Geschäftsbeziehung zwischen dem französischen Inhaber und dem russischen Gegenstück Rosatom werden. Diese Pläne sind jetzt vom Tisch, wie Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck verlauten lässt. Das Kartellamt hatte das Vorhaben schon abgesegnet. Die Zuständigkeit lag nun in Habecks Ministerium. Dort liegt der Antrag zur Prüfung nicht mehr vor. Ob er von russischer oder französischer Seite zurückgezogen wurde, ist nicht bekannt. Schon Ende Januar hatten Atomkraftgegner aus Deutschland, Frankreich und Russland gegen das Vorhaben protestiert. In der Längericher Samtgemeindeverwaltung gibt es seit dem Jahreswechsel ein neues Gesicht. Meine Kollegin Regina Schweizek stellt sie vor. Zum Ende des letzten Jahres legte Brigitte Sachsen ihr Ehrenamt als Gleichstellungsbeauftragte nieder. Nun wurde es mit Sabrina Lindwehr neu besetzt. Eine Gleichstellungsbeauftragte soll die Gleichbehandlung der Geschlechter innerhalb einer Organisation sichern. Die hauptberuflich selbstständige Rechtsanwältin fühlte sich sofort von der Ausschreibung der Stelle angesprochen. Ich bin die Beste, weil ich eigene Erfahrungen mitbringe in dem Bereich und darüber hinaus beruflich auch sehr viel Kontakt habe mit dem Thema Gleichstellung. Also gerade im Arbeitsrecht, im Mietrecht wohl weniger, aber im Arbeitsrecht kommen eben ganz, ganz viele Fälle zutage, wo man merkt, okay, hier sind Gleichstellungen von Mann und Frau einfach betroffen. Egal, ob in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Oftmals natürlich Frauen. Und dann merkt man unterschwellig, dass es eben doch um das Thema Gleichstellung geht. Ihr Posten geht weit über die Geschlechtergleichstellung in der Längericher Verwaltung hinaus. Sabrina Lindwehr möchte deshalb auch für die Bürgerinnen und Bürger in und um Längerich da sein. Durch die Beratungsgespräche bietet sie eine Anlaufstelle und steht betroffenen Personen zur Seite.
Ihre Arbeit soll den Anstoß zum Umdenken liefern. Die Geschlechter wären gleichgestellt, wenn es überhaupt keine mehr Überlegung geben würde, ob Mann, ob Frau, ob divers, sondern danach gar nicht mehr gefragt wird. Das wäre sozusagen der optimalste Punkt, wenn man überhaupt gar keine Überlegungen mehr danach anstellt, ob es eine männliche oder eine weibliche Bewerberin zum Beispiel ist oder ähnliches. Dann wäre auch das Amt einer Gleichstellungsbeauftragten nicht mehr notwendig. Dieses Ziel verfolgt Sabrina Lindwehr. Morgen ist es soweit. Das Fußballderby zwischen dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück elektrisiert die Region. Der Kartenvorverkauf spricht Bände. Die Hensch Arena wird mit knapp 10.000 Zuschauern gefüllt sein. Nicht nur die Fans fiebern dem Spiel entgegen, auch unsere Sportredaktion ist morgen vor Ort und stimmt sie jetzt auf den regionalen Klassiker ein. Nicht ganz im Gleichschritt und doch ähnlich ist der bisherige Saisonverlauf der Rivalen. Könnte man meinen. Nicht nur geografisch, auch sportlich trennen die Traditionsteams nicht viel. Wenn morgen der SV Meppen auf den VfL Osnabrück trifft, empfängt der Tabellenachte den Sechsten. Der VfL hat allerdings ein Spiel weniger bestritten. Ja, und doch gibt es Unterschiede. Während der SV Meppen einen goldenen Jahresabschluss 2021 mit 21 Punkten aus 8 Spielen feierte, drehen die Osnabrücker im laufenden Jahr auf. 2022 sind die Lila-Weißen ungeschlagen. Das Momentum ist auf Seiten des VfL. Die Frage ist, wie schwer wiegt dieser Fakt vor so einem brisanten Klassiker? Für die Tabelle geht es um 3 Punkte, für das Umfeld und natürlich auch den Verein geht es natürlich um wesentlich mehr. Wir wollen das zweite Derby in dieser Saison in der dritten Liga gewinnen gegen Meppen. Und ja, dementsprechend freuen wir uns auf einmal einfach auf ein tolles Spiel von einer tollen Kulisse mit 1000, glaube ich, Osnabrückern im Rücken. So ein Derby schreibt trotzdem auch eigene Gesetze. Das ist nun mal so. Und wir haben hier das Heimrecht und wir wollen das Heimrecht genießen und nutzen, das Spiel zu gewinnen. Zum insgesamt dritten Mal stehen sich die Teams in dieser Saison gegenüber. Während der SV Meppen im Landespokal die Oberhand behielt, gewann der VfL das Liga-Hinspiel mit 1:0. Torlos blieben die Emsländer gerade im laufenden Jahr zu oft. Bis auf Luka Tankulic, der bereits 12 Mal einnetzen konnte, trifft kein Meppener konstant. Dennoch liegt der Fokus natürlich nicht allein auf dem offensiven Mittelfeldspieler. Alles redet immer auch über den Torgefahr vom Tanku. Das ist für uns ein Ausnahmespieler und der viele Dinge offensiv mitentscheidet. Wir können aber auch andere noch dazu. Ja, eine Torgefahr erhöhen, eben die Effektivität. Und diese Torschance, die wir auch am Samstag haben werden, glaube ich, dass wir dann eine gute Entscheidung treffen. Aufgrund der Ereignisse im Osten Europas soll es morgen vor dem Anpfiff des Spiels eine geplante Aktion in der Hensch Arena geben. Das Derby zwischen dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück steigt ab 14 Uhr. Knapp 10.000 Zuschauer werden wieder Leben in die Hensch Arena bringen. Die Sportredaktion freut sich auf jeden Fall aufs Derby. Ich mache mir ein paar schöne freie Tage. Wie Sie das Wochenende verbringen, das überlasse ich Ihnen. Machen Sie es gut. Wir sehen uns am Montag wieder.